Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zu SimCity. Ja, wenn ich SimCity bringe, dann gibt es natürlich irgendwelche News über dieses Spiel und die möchte ich euch ganz kurz mal beibringen oder ja, euch mal erklären, was es da alles für News gibt. Und zwar hat ja EA und Maxis gerade so eine kleine Umfrage gestartet, was die Spieler unbedingt haben wollen, um das Spiel doch interessanter zu machen. Und das finde ich doch mal einen guten Schritt, jetzt, wo das Spiel ja schon ein paar Monate auf dem Markt sind, erstmal zu fragen, was die Spieler so haben wollen. Und zwar war ja eine Frage in dieser E-Mail, wollt ihr eine größere Städte? Also, na klar wollen wir größere Städte. Also es wurde ja häufig angeklickt und darüber habe ich auch schon mal ein Video gebracht. Und zwar nannte ich das mehr Platz. Das ist bei mir in der Playlist. Ob das so gemacht wird, wie ich das da vielleicht rausgelesen habe damals oder mir selber ausgedacht habe, das werden wir dann irgendwann mal sehen, wenn wirklich diese Erweiterung kommt, ob das nun als DLC kostenlos oder kostenpflichtig wird. Naja, ich denke mal eher das Letztere mit der Politik von EA, die ist ja sowieso ein bisschen fragwürdig. Und ja, gerade in Bezug, wenn man hier sowas hat, so ein Rollercoaster Tycoon Park, dann ist es doch klar, dass man da mehr Platz braucht, ne? Ja, ihr seht ja, dass hier dieses Luftschiff-Hangar, das ist ja für 8,99, hat ja schon mal ein Video gemacht darüber, dass es sehr fragwürdig ist und gerade auch ein großer YouTuber, wenn nicht auch der größte, hat ja auch schon angekündigt, die Let's Play SimCity Serie abzusagen. Und zwar der werte Kollege Gronkh, der findet die Politik nämlich auch sehr fragwürdig, gerade in Bezug auf das Fahrverkehrsmanagement hier im Spiel, was eigentlich bei einer gewissen Größe der Stadt nur zu Staus führt und diesen Stau dann quasi durch ein DLC ja, zu beheben versucht, ist doch wirklich fragwürdig, ja. Gerade bei diesem Preis für 1,99 hätte ich vielleicht gar nicht so viel gesagt, aber wirklich nur ein Hangar und dann vielleicht einen Stellplatz, den ich hier hinten hingesetzt habe, weil der für Arbeiter ist. Also nicht dahin setzen, wo die ja Reichen und Schönen und was weiß ich wohnen und Touristen, sondern das ist also für Touristen und das andere ist für die ganz normalen Bauern, ne? Also Arbeiter. Gut, dann gibt es noch die anderen Parks hier, wo dann noch andere Luftballons kommen, aber das ist ja nicht so wichtig. Ja, und dann gab es natürlich auch andere Fragen, was die Spieler haben wollen, und zwar U-Bahn. Darüber habe ich auch schon mal in irgendeinem Video was gesagt, dass es doch mal schön wäre, wenn es hier U-Bahn gibt. Und ich sehe hier so ein abgefucktes Haus, das muss ich mal schnell vernichten. Ja, das kann dadurch passieren, wenn die Arbeiter hier irgendwo im Stau stehen, dass die nicht rechtzeitig zur Arbeit kommen, dadurch kein Geld verdienen und die Wohnungen leer bleiben. Naja, ist so ein ewiger Kreislauf. Dann holt man sich quasi das hier, ne? Ja, gut, lassen wir es einfach. Gut, U-Bahn und Tunnels. Ja, Tunnels würde natürlich mehr Sinn machen, wenn man zum Beispiel jetzt hier dieses Areal auch noch hat und dann setzt man einfach mal so einen Tunnel hin. Ja, ist was ganz Tolles. Dann wurde auch gefragt, ob wir Eisenbahn haben wollen, die wir auch selbst ein bisschen verlegen können. Hier seht ihr ja, fährt außen die Eisenbahn lang und dann hat man hier so am Rande der Karten immer so einen kleinen Bereich, wo man die Eisenbahn benutzen kann und ja, die wird eigentlich ganz gut benutzt, muss ich sagen. Und der Hafen, gucken wir den mal an. Naja, ganz schön schlecht, ne? Also ist nicht so dolle, der Hafen, also den könnt ihr euch getrost sparen. Dann soll noch versucht werden, dass man mit seinen eigenen Freunden so einen Koop-Modus, so einen Gilden bauen kann und zwar, dass man irgendwelche Aufträge bekommt, sowas wie hier. Ja, dann hat man ja so eine Herausforderung, aber bis jetzt steht ja noch nicht so richtig drin, was ich jetzt hier machen soll. Ist mir auch bis jetzt ganz egal, weil es soll wahrscheinlich so aussehen wie bei Grid 2, das war auch schon bei Dirt, dass man hier so eine Wochenaufgaben hat, die könnte man dann erfüllen und wenn man die erfüllt hat, dann hat man wahrscheinlich irgendein Abzeichen, vielleicht aber auch so eine kleine Kisten, wo man eventuell irgendwelche Gebäude hat. Wäre eigentlich ganz interessant, vielleicht kommt ja sowas, was man vielleicht nicht im Vorfeld raussuchen kann. Ich möchte jetzt das und das Gebäude haben oder sonstige Sachen. Dann soll es vielleicht sowas wie so einen Gott-Modus geben, wo man Gebäude noch individuell gestalten kann. Also wo ich dann sage, pass auf, dieses Gebäude soll jetzt rosa sein. Oder sollen den Firmennamen, weiß ich, EA haben.
oder Activision, also, weil, keine Ahnung, vielleicht kann man ja sowas individuell noch gestalten. Und ja, man will halt mehr auf so ein gildenmäßiges Bauen gehen, dass die Leute wirklich wieder Spaß daran haben, weil ob ich jetzt hier für mich alleine die Stadt baue und mein Kumpel da hinten baut, ja, man kann zwar miteinander ein bisschen seine Müll-LKWs darüber schicken und vielleicht noch Geld, ja, dass man jetzt überweisen kann und keinen Transporter mehr fährt. Oder jetzt hier möchte ich Strom an die Nachbarstädte verkaufen. Ja, nein, vielleicht. Ja, hier kann ich nur sagen ja oder halt nicht. Aber einen Regler gibt es immer noch nicht. Den würde ich mir gerne wünschen, wie viel Megawatt ich an eine andere Stadt verkaufen möchte. Ja, das ist halt die Politik, das muss wirklich jeder selber für sich ausmachen, ob der bereit ist, Geld für, ja, für sowas auszugeben. Ich finde es wirklich von EA ein bisschen frech, muss ich sagen, so viel Geld für ein DLC auszugeben, wo ja bekanntlich das Problem, hier sieht man, bekannt ist bei einer gewissen Größe der Stadt, wenn ich es nicht schon gesagt habe. Finde ich wirklich ein bisschen fragwürdig und die Entscheidung von gewissen Leuten, dass man dann das nicht mehr weiterspielt. Ich werde es auf jeden Fall ab und zu mal spielen. Ich habe jetzt wirklich nicht mehr so den Drang, weil ihr seht schon, was soll ich hier noch bauen? Es ist wirklich alles ziemlich begrenzt. Also die Erweiterung auf größere Städte würde ich doch sehr begrüßen. Und ja, in Bezug auf, dass man die Spielwelt oder überhaupt dieses Spiel auf Jahre lang am Leben zu erhalten, finde ich schon ganz okay, aber dann sollte man mit den Preisen doch ein bisschen ja überlegen, ne? Ach so, was ich noch sagen wollte, gerade im Bereich auf Gilden oder auf gewisse Projekte, die man miteinander ja zusammenarbeiten könnte. Und zwar wären es dann sowas wie Festivals, wie es aussieht, ob der eine sich denn um das Gebäude kümmern muss und der andere muss sich dann um die Infrastruktur kümmern, um die Leute dorthin zu bringen. Keine Ahnung, also Festival und Sportveranstaltungen, sowas ist damit alles gemeint. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich denke mal, die nächsten Tage kommt wieder der nächste Patch 6.0 und da werde ich vielleicht noch ein Video machen. Bis dahin. Hab Spaß mit SimCity oder verflucht dieses Spiel, ist jedem selbst überlassen. Das war euer Maximus. Bis zum nächsten SimCity-Video. Bye bye.